Die sieben Zwerge sind ja nun auch schon in eurer Version 10 Jahre alt. Hättet ihr jemals gedacht, dass das so lange so erfolgreich ist? Ja, doch. Hätte ich nicht gedacht, nein, hätte ich nicht gedacht. Es ist ja immer ein kleiner Versuch. Film, weißt du ja nicht, wie es läuft. Verstehst du, arbeitest an einem Konzept und verfilmst das, kostet viel Geld, viel Zeit. Das Publikum hat ja förmlich nachgeschrien. Ja. Animation! Animation! Wir wollen Animation! Und da haben wir es gemacht. Hat lange gedauert, 7 Jahre, für jeden Zwerg 1 Jahr. Und jetzt sind wir fertig geworden. Nach den 10 Jahren wird ja nun auch eine ganz neue Generation den Film gucken. Ja. Damit wir da mal alle Unklarheiten beseitigen, wer ist denn der Bubi? Der Bubi, das bin ich. Ich bin Bubi! Ist das dann auch der 7. Zwerg? Er ist der 7. Zwerg. Die Botschaft ist ja, dass eben der vermeintlich Schwache in der Gruppe stark sein kann. Und das funktioniert ganz gut. Wir sind die 7 Zwerge! Ah! Warum seid ihr nur zu 6? 1, 2, 3, 4, 5. Chaco und Cookie, was sind das für Zwerge? Also ich bin der Koch. Ich bin fürs Essen zuständig und bin eigentlich ein ziemlich gewieftes Kerlchen. Bin aber nicht so mutig wie Chaco, der auch manchmal dann über die Stränge schlägt und aber ich dann schon dafür sorge. Ich bin ein bisschen die Mutter des ganzen Haufens da. Also man muss die Jungs ja zusammenhalten und das kriegt man mit einem lecker Würstchen oder so, kriegt man das schon hin. Hat das einer von euch verstanden? Der Chaco ist halt auch ein flottes Kerlchen, immer der Zeit voraus. Und ja, das Thema Würstchen ist auch für ihn immer interessant, denn dadurch schöpft er die Kraft für Weiteres, für große Aufgaben, um auch die restlichen 6 Zwerge zusammenzuhalten, das Ganze zu organisieren. Da gibt's nur 1 Zwerge. Augen zu, marsch, marsch und durch! Natürlich. Wer sind denn Speedy und Ralfi? Wer? Wer sind Speedy und Ralfi? Wer ist Ralfi? Ich bin Speedy. Ich habe heute sogar mein Speedy-T-Shirt an. Zwei dicke Freunde. Also zwei von 7. Dicke Freunde, genau. Zwei Zwerge von 7 Zwergen, die es jetzt in 7D gibt. Ja. Wer ist denn diese Della Morta? Eine Figur aus dem Film Der 7. Zwerg. Zeichentrick aus Deutschland. Man fragt sich, welche Spezies, welche Nationalität sind eigentlich eure Zwerge? Das habe ich bisher auch versucht zu verfolgen und nachzufragen, aber es ist mir nicht gelungen. Merkwürdigerweise läuft dieser Film jetzt gerade in 80 Ländern. Oh. Ja, der läuft ja gerade in Russland, in der Ukraine, in sogar Friedensfördern und läuft, was weiß ich wo, in Vereinigten Emiraten, in Kanada und so weiter. Und merkwürdigerweise funktioniert das da auch. International. Ja, die sind eigentlich absolut. Teilweise, man sieht sie auch nicht im Film, denke ich mal, auch wegen der Kinder. Ja. Sie sind geschlechtslos und... Ja. Ja, das Lustige ist ja, wir sind ja gleichzeitig Deutsch, Russisch, Polnisch, Schweizerisch, Tschechisch. Tschechisch. Englisch. Also ganz viel, multinational. Weltweit. Im Moment weltweit. Weltweit. Ja. Also ich finde, Bubi sieht aus wie aus Norwegen. Wir können ja mal durchgehen, ja. Also du siehst aus, ich finde, du bist ein reinrassiger Spanier. Mhm. Ich habe was so zwischen Portugal und Kambodscha. Hier, der Ralf ist der kleine Däne. Der kleine Däne, genau. Norbert ist natürlich ein Isländer, ganz klar, ein Isländer. Martin, schwer. Wahrscheinlich, ich würde sagen Bordeaux, Franzose oder sowas in der Richtung. Ja. Und Boris, ganz klar, der Pole. Eindeutig. Also international ist das Ganze schon. Das ist ja der Hammer, gell? Uns gibt es überall praktisch. Gell? Ja. Also gut, beschränkt jetzt auf Planet Erde erst einmal, aber das wird sich auch noch ändern. Es ist ja auch für euch ein großer Vorteil jetzt, die digitale Wunderkiste. Zum einen müsst ihr nicht ganz so viel durch die Gegend rennen wie eure Figuren und das andere ist, ihr werdet auch noch in 50 Jahren so jung aussehen. Ihr könnt noch 7 Zwerge-Filme machen. Das ne? stimmt, ja.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Das ist natürlich der Vorteil dieser ganzen Geschichte. Keine Falten mehr. Nichts mehr. Man altert nicht. Wenn die Stimme dann nicht ganz so brüchig wird in 50 Jahren. Ob wir das irgendwie aufrechterhalten können. Was denn? Also die Animation, was mit uns, also im Vergleich jetzt über die Jahre hinweg. Nein, aber da gibt es ja natürlich... Man kann sie immer... Ja, irgendwann werden die Stimmen dann auch nicht mehr da sein, weil... Botox. Die dann... Es gibt Möglichkeiten, die wir jetzt hier nicht besprechen. Nee. Keine Schönheitsoperation. Aber wahrscheinlich werden wir ewig animiert werden. Ja. Ja. Mhm. Zwerge. Ja. Ja. Im Himmel geht's ja weiter. Also ich meine, das geht ja immer weiter. Die Kreativität, der Zeichentrick, die, glaube ich zumindest, dass es nicht aufhört in der nächsten Dimension. Das glaubst aber nur du. Also dieser Zeichentrick, der siebte Zwerg und die Rolle, die ich da spreche, ist ein großes Kunstwerk. Das war ein schönes Schlusswort. Fand ich auch. Ja, my pleasure. Okay. Wunderbar. Now are we here? Gut. Eins, zwei.